Die Theorie? Sie scheint einfach. Zwei Piloten besteigen zwei Flugzeuge. Bringen sie auf eine Flughöhe von 4000 Metern. Leiten einen kontrollierten Sturzflug ein. Und steigen aus. Um dann in der Luft die Flugzeuge zu tauschen und die zwischenzeitlich pilotlosen Maschinen und sich selbst vor dem Absturz zu retten. Manch einer nennt es Wahnsinn. Luke Akins und Andy Farrington nennen es Projekt Planeswarp. Das ist in der Geschichte das allererste Mal, dass ein Pilot mit einem Flugzeug aufsteigt und mit einem anderen landet. Das wird das erste Mal sein, wo ein Pilot mitten unterm Flug das Flugzeug wechselt. In 10 Jahren Vorbereitungszeit gab es für die Cousins ein paar knifflige Probleme zu lösen. Es ist, als ob man einen Handstand mit 10 Kilogramm Gewichten an den Füßen macht. Die fallen automatisch nach vorne. Das macht das Heck des Flugzeugs ebenso. Da haben wir ordentlich getüftelt. Jetzt sollte es passen. In ein Flugzeug einsteigen, ein anderes landen. Ein bisher nie dagewesener Stunt, der in 2 Wochen in Arizona über die Bühne gehen soll. Der Atem, er stoppt uns bei diesen Bildern jetzt schon.